Kinetic Light Refraction beschreibt ja einen Lichtspalt auf also ein Doppelspiegelfeld und dieser sehr helle Lichtspalt gebrochen wird und reflektiert wird und das Ganze in Bewegung passiert. Ich bin ungeheuer glücklich, kann man sagen, dass nach so vielen Jahren diese Arbeit noch so viel Anerkennung hat, obwohl sie in einem nicht guten Zustand zunächst war. Und dass man diesen Aufwand betrieben hat, dass Frau Dr. Schönert zusammen mit der TU und einem Studiengang dort sich sehr viel Mühe gegeben hat, diese Arbeit wieder in den originalen Zustand zurückzuversetzen. Das Arbeiten mit Licht und auch Bewegung, das sind ja die zwei wesentlichen Elemente aus diesem Konzept, sind ja sehr immateriell. Und ich fand es also besonders spannend, dass man Kunst macht, ohne viel Material zu verwenden. Ich war ja damals, als ich hier bei dem Wettbewerb diesen Erfolg hatte, war ich ja noch ein relativ unbeschriebenes Blatt und umgeben von Weltmeisterkünstlern, die hier auch im Haus realisiert haben, ne? Paolozzi, Panamarenko, Philipp King und so weiter. Eine wichtige Säule in der kuratorischen Arbeit des IPA ist der Werterhalt der Kunstsammlung. Deshalb haben wir 2008 zusammen mit der Technischen Universität in München ein Kooperationsprogramm lanciert, in dem wir kunsttechnologische Forschung unterstützen. Die Lichtinstallation von Rolf Lieberknecht ist in diesem Zusammenhang ein besonders gelungenes Beispiel für die Kooperation mit der Kunsttechnologie und stellt gleichzeitig einen Sonderfall dar. Die Projektionsfläche ist zunächst mal eine strahlende weiße Fläche, so ist das Konzept. Ja? Und sie muss besonders gut reflektieren, in der Senkrechten, wenn man davor steht. Nach 30 Jahren der Installation an diesem Standort war die empfindliche Projektionsfläche in einem ziemlich desaströsen Zustand. Anders als bei anderen Projekten, die wir durchgeführt haben, ging es dabei aber nicht um die Restaurierung eines Schadens, sondern um eine komplette Rekonstruktion der Projektionsfläche. Die Herausforderung bei dieser Rekonstruktion war allerdings, dass die ursprüngliche Technologie, mit der diese Projektionsfläche hergestellt worden war, nicht mehr existierte. Wir mussten diese Glasperlenbeschichtung von der Firma, die Kinoleinwände herstellt, die machen das aber im Horizontal, ne, da wird das da so raufgestreut, jetzt die Glasperlen, die mussten dann hier vor Ort damals anreisen und hier ihre Methode der Glasperlenbeschichtung in der Vertikalen aufbringen. Letzten Endes ist das Ergebnis, also die rekonstruierte Projektionsfläche, hochinnovative Handarbeit mit einem eigens entwickelten Klebstoff. Es war eine besondere Herausforderung, diesen Klebstoff zusammen mit den Glasperlen auf die Wand aufzutragen. Man muss dazu sagen, dass die Rekonstruktion eines Kunstwerks eine sehr delikate Angelegenheit ist, denn sie stellt immer auch einen Verlust der Originalsubstanz des Kunstwerks dar. Um also ein Kunstwerk zumindest teilweise zu rekonstruieren, ist die Zustimmung des Künstlers unbedingt erforderlich. Diese Signatur ist deshalb sehr, sehr wichtig, weil sie sicherstellt, dass das Werk auch als ein Werk von Rolf Lieberknecht anerkannt ist und der Wert dieses Werks auch für die Sammlung erhalten bleibt. Wir freuen uns sehr, dass es uns mit diesem Projekt gelungen ist, gewissermaßen Tradition und Innovation in einer glücklichen Symbiose miteinander zu verbinden.